Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel. Und ich habe ja schon öfter mal Probleme mit Obbys gehabt, dass meine Haare nicht da sind. Diesmal sind meine Haare da, aber dafür ist mein Gesicht irgendwie anders. Aber egal, das ist ja eh nur ein Roblox-Avatar. Mein echtes Gesicht ist immer noch so wunderschön wie eh und je. Und ich habe auch voll die coole Uniform an, denn ich spiele heute die Up-Story, beziehungsweise Oben. Ich weiß nicht, kennt ihr den Pixar-Film Oben? Der ist total cool. Und ich habe hier heute diese Uniform auch an, diese Pfadfinder-Uniform. Oder nennt man das Uniform? Ja, auf jeden Fall das von den Pfadfinder, was Russell auch trägt. Und wo soll ich denn hier hin? Hier sind vier Spieler. Ich gehe hier mal mit dazu, warum nicht? Hey, bist du auch hier auf dem Pfadfinder-Ausflug? Also ich bin echt gespannt, was das hier jetzt für eine Story wird. Ob wir tatsächlich den Pixar-Film Oben einfach nachspielen? Da hätte ich auf jeden Fall, muss ich sagen, eine Menge Lust zu, weil der Film ist richtig cool. Okay, es geht los. Jetzt werden wir irgendwo hin teleportiert. Ich denke, wir fahren mit dem Bus jetzt irgendwo hin. Was ist das denn jetzt? Ist das so eine Art Obby oder so? Okay, los geht's. Moment mal, ich kann hier gar nicht, los geht's. Hallo, sind wir hier beiden eigentlich alleine? Da oben steht, wir warten noch auf Spieler. Auf welche denn? Oh, ich glaube, jetzt geht die Geschichte los. Oh nein, der Weg ist versperrt. Wir müssen den kompletten Parcours machen, steht da. Okay, dann kann ich ja jetzt endlich mal loslegen. Muss ich diese Münzen hier auch einsammeln? Sind das überhaupt Münzen? Ich sollte sie mal vielleicht anschauen, bevor ich sie einfach einsammle. Da ist ein... Es sieht aus wie ein Tannenbaum. Ja, es sieht aus wie ein Tannenbaum, aber auch wie ein Schlüssel unten. Und da ist noch ein W dran. Keine Ahnung. Der andere Spieler kommt doch gar nicht mit. Dann spiele ich das jetzt halt alleine. Was soll's. So, jetzt gehe ich ab zur Tür. Das müsste doch jetzt eigentlich das Haus von Karl sein, oder? Da ist er, Karl! Hallo! Ich habe schon auf dich gewartet, komm rein. Was, Karl hat auf mich gewartet? Das ist aber sehr untypisch für Karl eigentlich. Oh, da ist ja doch der andere Spieler. Na los, jetzt komm doch mit rein. Cool, hier kann ich noch mehr Münzen einsammeln. Ah, schön hast du es hier. Mhm, ja, cool. Oh, was kann ich hier machen? Was, ich kann hier schon das Haus bewegen? Nee, kann ich nicht. Das würde extra Robux kosten und das mache ich nicht. Oh, da ist ja auch das Haus da an der Klippe, da wo er unbedingt hin will. So, wer steht als nächstes an der Tür? Oh, da ist ja auch Russell. Hi Russell. Schönen Nachmittag, mein Name ist Russell und ich bin ein wilder Wildnis-Ex... das ist ja alles auf Englisch. So schnell komme ich gar nicht mit. Also, Karl braucht ein bisschen Hilfe, steht da. Hast du schon mal von Snipe gehört? Ich weiß nicht, was das heißt. Aber Russell anscheinend auch nicht. Jede Nacht kommt es in meinen Garten. Okay. Was? Wir sollen jetzt einen Snipe finden oder was? Ich verstehe das alles noch nicht so gut, weil das alles auf Englisch ist. Puh. Okay, also wir sollen uns jetzt das Haus anschauen, steht da. Na gut, dann machen wir das halt. Okay, hier sind weitere Schubladen. Ist da wohl noch irgendwas drin? Oh, da wäre noch ein Apfel gewesen. Oh nein. Hä, wer sind die denn jetzt? Arbeiten die im Krankenhaus? Oh, Karl. Okay, Karl muss schon wieder zur Tür gehen. Guten Morgen, Gentlemen, sagt er. Guten Morgen, Mr. Karl. Sind Sie bereit zu gehen? Ach so, die wollen ihn in einen alten Pflegeheim bringen. Karl sagt, er ist so bereit wie nie zuvor. Und er kommt in ein paar Minuten raus, um zum Van zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir zum Van gehen. Oh, hier liegen auch noch irgendwelche Dinge. So ein Walkie-Talkie. Hä, wieso muss ich mir denn hier alles kaufen? Karl sagt, wir müssen jetzt fliegen. Was? Fliegen wohin denn? Wie denn? Aber wir müssen erst die Ballons aufpusten. Ah ja, das macht natürlich Sinn. Oh nein, er hat vergessen, wo der Heliumtank ist. Dann suche ich mal den Heliumtank. Ist das hier ein Heliumtank? Nee, das ist auch Schokolade. Das bringt mir nicht so viel. Oh, der andere hat, der andere Pfadfinder hat den gefunden. Wo auch immer. Okay, dann müssen wir jetzt Luftballons aufpusten mit Helium, damit wir auch fliegen können. Okay. Okay, los geht's. Wie viele brauchen wir denn? 35, alles klar. Ich hab jetzt, wir haben jetzt 8 bisher. Boah, die landen alle an der Decke und gleich werden die das Haus dann abheben. In echt funktioniert das natürlich nicht so, aber wir sind ja im Film. Wir kommen ganz schön gut voran. Wir haben schon 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 und das war's. Wir haben es geschafft. Okay, Karl sagt, wir sind jetzt bereit.
Na dann mal los. Dann fliegen wir jetzt mit dem Haus weg. Das ist so eine witzige Idee. Guck mal, wie cool das aussieht mit dem Bettlaken als Segel. Ja, okay. Und was machen wir jetzt? Wir fliegen einfach nur. Gibt es noch irgendwas anderes zu tun? Oh, Russell ist ja immer noch draußen. Habe ich gerade gesehen. Ich glaube, Karl wird ihn jetzt auch entdecken. Oh, oh. Jetzt hat er ihn gefunden, aber Karl, wir sind ja auch einfach nur irgendwelche Pfadfinder. Oh, jetzt kommt Karl also auch mit rein. Dann sind wir jetzt hier eine echte Pfadfindergesellschaft. Der hat nach diesem Snipe gesucht, aber ich weiß ja auch gar nicht, was das ist. Und Russell anscheinend auch nicht. Er sagte, das sei eher aus wie eine Maus. Russell sagt, er war noch nie in einem fliegenden Haus. Ich glaube, das war keiner von uns. Ach so, wir reisen jetzt nach Südamerika. Klar. Russell sagt, die meisten würden dafür eher ein Flugzeug nehmen. Das stimmt natürlich. Aber Mr. Fredrickson heißt er, glaube ich. Also Karl ist ja viel schlauer, weil er hat ja jetzt alles dabei, was ihm gehört und was er braucht. Und jetzt fragt Karl, ob wir hungrig sind. Ich würde sagen, ja. Ich bin auf jeden Fall hungrig. Ich bin immer hungrig. Oh, Russell hat was für mich. Cool. Los, her damit. Ich nehme die Pizza. Ich liebe Pizza. Ich nehme immer Pizza. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir, Russell. Die Pizza schmeckt echt gut. Danke dir, Russell. Er sagt, gern geschehen. Hä, was ist denn mit dir los? Warum bist du denn jetzt so grün geworden? War die Pizza schlecht? Oh nein! Oh oh. Ich esse meine Pizza wohl lieber nicht. Vielleicht hat er ja auch was anderes genommen, was nicht die Pizza war. Upsi. Karl sagt, dass es jetzt Nacht wird. Oh, der andere ist jetzt wohl wieder gegangen. Der wollte lieber wieder nach Hause und der ist jetzt nach Hause gegangen, um sich auszukurieren. Kinder, es wird spät, sagt Karl. Ab ins Bett. Okay, wo ist das Bett? Oben? Ich schau mal oben nach. Oh, hier ist ja auch eine Leiter nach, noch weiter nach oben. Ich gehe mal hier ins Bett. Okay, was kommt jetzt für eine Szene? Sind wir angekommen oder es regnet auf jeden Fall. Oh, was passiert da denn? Der ist ein Tornado? Oh, ist auf jeden Fall ein Sturm. Karl sagt, wir sollen schnell wieder runterkommen. Okay, los geht's. Ich bin hier ganz oben auf dem Dachboden. Was? Wie komme ich denn hier wieder runter? Achso, geschafft. Oh, hier ist noch eine Münze im Badezimmer. Die sollte ich auf jeden Fall einsammeln. Wow, das ist ja ganz schön chaotisch hier. Oh nein, wir werden zu schwer. Wir müssen Möbel rauswerfen. Ich fange mal mit diesem Stuhl hier an. Tschüss, Stuhl. Okay, der ist schon mal weg. Dann hier. Wie viel muss ich denn rauswerfen? Ich habe gar nicht so viel Zeit. Das ist ja auch voll schwer. Okay, diesen Schrank. Tschüss. Puh, wir haben es gerade noch mal geschafft. Russell fragt, was passiert ist. Hast du den Sturm nicht gehört? Doch, ich habe den sogar gesehen. Oh, Russell hat es einfach gar nicht mitbekommen, deswegen hat er nicht geholfen. Oh Mann, Russell. Wir müssen jetzt wieder Luftballons aufpusten, damit wir wieder höher kommen. Okay, los geht's. Zum Glück diesmal nur 15. Das sollte dann ja noch etwas schneller gehen. Wobei, diesmal hilft auch keiner der anderen beiden mit. Also ich muss jetzt gerade alles alleine machen. Juhu, wir fliegen wieder etwas höher. Das hat dann wohl geklappt. Der Sturm kann uns nichts anhaben. Wir werden Südamerika erreichen. Oh, wir sind wohl angekommen. Jetzt müssen wir das, wie heißt das? Das Haus natürlich noch an den richtigen Platz bringen. Deswegen haben wir jetzt alle diese Leinen an uns dran. Und tragen das Haus hier. Das schwebt ja zum Glück noch wegen den Luftballons. Das muss nämlich zum Wasserfall. Da möchte Karl unbedingt mit seinem Haus wohnen. Russell fragt, ob wir schon da sind. Sieht das hier so aus, als wären wir schon da? Hier ist doch gar kein Wasserfall. Russell fragt schon wieder, ob wir schon da sind. Mann, Russell, nein, wir sind noch nicht da. Frag nicht so oft. Karl sagt, wenn er noch einmal fragt, dann darf er nicht mehr ins Haus. Okay, ich glaube, ich muss gerade etwas warten, dass die mal hinterherkommen. Sonst kann ich auch nicht weiter. Okay, ihr lahmen Enten. Ich bin schon hier vorne. Jetzt kommt doch mal.
Na gut, ich sollte sie nicht hetzen. Vor allem, Karl ist ja auch schon einen Tag älter. Da braucht man manchmal auch etwas länger. Aber das ist in Ordnung. So, da wären wir. Können wir jetzt weiter? Wir sollten ein Camp machen und Feuerholz sammeln, sagt Karl, weil es schon langsam spät wird. Okay, dann sammle ich jetzt mal ein bisschen Holz ein. Ach, das muss ich jetzt einzeln dahin tragen? Wie anstrengend. Aber na gut, dann mache ich das mal. So, jetzt habe ich genug. Jetzt haben wir endlich genug für ein Campfire. Campfeuer meine ich. Jetzt rede ich selber auch schon Englisch. Da hat irgendwas gewackelt. Und Geräusche gemacht. Russell fragt Mr. Karl auch, ob wir irgendwas gehört hätten. Aber Karl hat wohl nichts gehört. Er fragt was? Irgendwas war da im Busch auf jeden Fall. Das habe ich gerade auch mitbekommen. Karl sagt, Russell hat das wahrscheinlich falsch gehört. Aber nee, da war ganz sicher irgendwas. Komm, wir checken das mal. Können das ja besser mal überprüfen hier. Oh mein Gott, was ist das denn, sagt Karl. Schnell, hinter mir, Russell. Nein, er sagt, wir sollen hinter Karl gehen, okay. Aber Russell glaubt, dass der Vogel, harmlos ist. Nein, sagt Karl. Aber Russell will da unbedingt hin. Und jetzt bittet er noch ganz, ganz oft mehr. Okay, der Vogel darf uns jetzt scheinbar begleiten. Da ist er. Er ist jetzt bei uns. Hallo Vogel. Du brauchst aber noch einen richtigen Namen, finde ich. Nicht nur Vogel. Russell fragt, ob wir Marshmallows essen wollen. Finde ich, das ist doch eine super gute Idee. Karl sagt, es kann ganz schön gefährlich sein, wenn wir die ganze Nacht hier sind und wir sollten vielleicht lieber was zur Verteidigung vorbereiten. Moment, sowas habe ich doch schon mal gesehen. Okay, wie baue ich das zusammen? Okay, das kommt hier dran. Und das dahin. Cool. Gute Arbeit, Kinder, sagt Karl. Wo ist jetzt? Es ist wohl Nacht geworden. Dann sollten wir vielleicht langsam mal schlafen gehen in unseren Zelten. Oh, das Haus ist ja inzwischen auch hier. Cool. Ja, Karl, das habe ich gerade schon gesagt. Karl sagt jetzt auch, dass wir schlafen gehen sollten. Gute Nacht. Oh, Russell hat sich da auch einfach auf so eine Luftmatratze hingelegt. Okay, 6 Stunden später. Sollten wir jetzt unsere Slingshots verwenden? Ich habe das deutsche Wort gerade vergessen. Schleuder, das war's. Das Wort ist Schleuder. Und damit konnten wir den Bären jetzt in die Flucht schlagen. Der lässt sich bestimmt nicht gerne mit einer Schleuder treffen. Da würde ich auch schlagartig die Flucht ergreifen. Wir haben es geschafft. Sehr cool. Hey Russell, warum schläfst du denn noch? Sag mal. Dann ist jetzt wohl nächster Morgen. Guten Morgen, Mr. Karl. Oh, Russell hatte einen Albtraum, dass ein Bär uns angegriffen hat. Aber dass wir ihn besiegen konnten. Das ist wirklich passiert, Russell. Während du geschlafen hast, habe ich das Camp verteidigt. Das Haus ist ja verschwunden. Karl, das Haus ist weg. Und der Vogel ist auch weg. Oh nein! Der ist wahrscheinlich wegen dem Bär weggerannt, sagt Karl. Aber wir müssen es wiederfinden. Ich frage mich eher, was mit dem Haus ist. Das ist verschwunden. Okay. Karl sucht jetzt den Vogel. Und wir kommen mit.
Okay, jetzt klettern wir hier anscheinend diesen Berg irgendwie hoch. Wie sind die denn schon da oben hingekommen? Und außerdem haben die das Haus ja auch schon dabei. Das ist vorhin verschwunden gewesen. Aber cool, das hast du dann ja schon gefunden, Karl. Oder Mr. Karl. Und der Vogel ist scheinbar da in die Höhle gerannt. Oh, das sind Hunde. Hallo, ihr lieben Hunde. Was, wir sollen vor den Hunden wegrennen? Wieso? Aber, okay. Dann renne ich da jetzt wohl mal rüber und, über die Lava? Was? Warum ist hier Lava? Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Wir wollten doch nur den Vogel wiederfinden und campen. Und auf einmal ist hier Lava und ich muss hier überall rüberspringen und die Hunde verfolgen uns. Okay, und geschafft. Sehr gut. Aber jetzt ist ja, ist denn der Vogel nicht in der Höhle oder wie oder was? Ich gehe erstmal weiter und sammle diese Münzen hier ein. Karl sagt, da hinten ist noch eine Höhle, wo wir den Vogel suchen könnten. Oh, wer ist das denn? Manz, so heißt der Typ anscheinend. Der sagt, dass wir schnell da reingehen sollen in den Zeppelin, um den Hunden zu entkommen. Aber, hä? Karl und Russell kommen ja gar nicht mit. Ich dachte auch, wir wollen eigentlich den Vogel suchen. Was ist denn jetzt los? Ah, da ist der Vogel doch. Cool. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Und den Vogel haben wir jetzt auch gefunden. Wir dachten schon, wir finden ihn gar nicht mehr wieder. Wie heißen Sie denn eigentlich? Das weiß ich doch schon. Manz, da steht da doch drüber. Mein Name ist Manz. Und er sammelt exotische Tiere? Oh, was? Er wollte uns gar nicht helfen und den Vogel auch nicht? Oh, der ist böse. Er will den Vogel verkaufen, um reich zu werden. Das ist aber frech. Lass den Vogel doch wieder frei. Der kann doch hier wohnen. Auf der Insel. Schnell hinterher. Oh nein, schon wieder eine Obby. Und hier ist jetzt auch irgendwas. Oh, wow, was ist denn jetzt passiert? Wo kommen die Stacheln denn her? Und wie soll ich da dann rüberkommen? Achso, die sind wieder weg. Und was ist mit dem Boden? Der sieht irgendwie radioaktiv aus. Schnell hinterher. Ich muss da die Treppe auch noch hoch. Ich meine die Leiter. Und ich habe nur noch wenige Sekunden. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Okay, cool. Wir sind auf dem Dach. Wenn ich den Vogel haben will, muss ich zuerst ihn erwischen. Wie denn? Na, ich gehe einfach mal hin. Oh nein, der wirft mit irgendwelchen Dingen auf mich. Er will ihn verkaufen und ich kann ihn nicht stoppen? Nicht mit mir, ich will diesen Vogel retten. Ich finde das nicht gut, dass er den einfach verkaufen möchte. Oh, 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 was passiert hier? Der Boden explodiert, wo er die roten Schilder hinmacht. So, ich werfe jetzt, ich gehe zum Gegenangriff über mit meiner Schleuder. Ich zeig dir. Oh, der muss auch nachladen, seine komische Spielzeugkanone da. Aber nicht mit mir. Oh, jetzt renne ich vielleicht lieber weg, während er auf mich zielt. Mit seinen Laserstrahlen. Und während er nachlädt, kann ich ihn wieder zurück angreifen. Oh, oh, er hat mich einmal getroffen. Das ist nicht gut. Ich renne hier einmal rum. So, und jetzt geht's wieder los. Gleich habe ich dich. Haha, ich habe gewonnen. Jetzt habe ich den Vogel bestimmt befreit, weil ich ihn besiegt habe. Wir haben es geschafft. Yippie! Schnell den Vogel befreien. Er hat aber immer noch keinen Namen. Ich nenne dich Kevin. Wir haben es geschafft. Wir haben Manz besiegt und den Vogel befreit. Und jetzt müssen wir nur noch das Haus zum Wasserfall bringen. Kevin ist auch wieder da. Sehr gut. Wir sind schon fast am Ende. Russell sagt, das war das aufregendste Abenteuer, das er je hatte. Das kann ich mir vorstellen.
Sowas erlebt man wirklich nicht jeden Tag. Ah, das sieht richtig schön aus hier. Wir haben es geschafft, Kinder. Karl sagt, wir werden uns nochmal wiedersehen. Oh, guck mal, da laufe ich noch ganz schnell hinter, nicht hinter ihn her, zu ihnen hin. Ich will auch mit aufs Foto. Okay, Leute, das war's. Das war die Geschichte. Wir haben tatsächlich oben nachgespielt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Hey Leute, was geht? Ich bin's Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von Familie Vogel hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ich sag nur eins, viel Spaß beim Hören! Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel. Und ich spiele heute Emoji-Raten. Und hier tauchen dauernd Leute auf, die auf der gleichen Position sind wie ich. Aber da gehe ich lieber mal weg. Heute spiele ich Emoji-Raten. Ihr kennt sie alle, Emojis. Das sind einfach so kleine Bilder, die einfach Gegenstände oder andere Dinge widerspiegeln. Das ist eigentlich immer relativ einfach. Ein Emoji hat eine Bedeutung, aber man kann natürlich Emojis kombinieren. So wie hier, da sieht man eine Sonne und das ist dann plus eine Brille. Also ist doch klar eine Sonnenbrille. Das steht hier oben auch schon einmal drauf, weil das nur ein Beispiel ist. Sonne plus Brille gleich Sonnenbrille. Das steht da auf Englisch, weil das Spiel tatsächlich auf Englisch ist. Aber ich versuche das trotzdem mal und werde das einfach mit euch zusammen dann einfach alles erklären, wieso meine Gedanken funktionieren, bis ich drauf komme, was es ist. Und dann schreibe ich es halt auf Englisch hier einfach rein. Also wie jetzt, Sunglasses. Das englische Wort für Sonnenbrille. Okay, weiter geht's. Das ist ein Burger. Und das ist eine Krone. Und das würde jetzt die Krone zum Beispiel für König stehen. Und das ist dann auf Englisch Burger King. Das kennen wir, das Restaurant. Deswegen schreibe ich hier jetzt auch Burger King hin. So, das war richtig. Und ich habe auch gerade schon gemerkt, ich habe es mit einem großen B geschrieben und ein Leerzeichen zwischen Burger und King. Aber es galt trotzdem als richtig. Das heißt, es muss nicht exakt genau so sein, sondern man muss einfach nah genug dran sein, um hier eine Runde weiterzukommen. Frage Nummer 3. Das ist die erste Frage, wo das hier nicht steht, was es eigentlich ist. Also, es ist ein trauriges Baby? Ach so, Moment. Der weint. Weinen auf Englisch ist cry. Also crybaby. Das sagt man quasi zu einer Heulsuse. Mal gucken, ob das stimmt. Yippie, das ist richtig. Gut, dass ich so gut in Englisch aufgepasst habe. Okay, Frage Nummer 4. Das ist Mais und das ist Brot. Und zusammen ist das Maisbrot. Oder auch Cornbread. Ich probiere es einfach mal, weil Corn steht nämlich für Mais. Und Cornbread war richtig. Also Mais gleich Korn, Brot gleich Bread. Cornbread, fertig. Eine Kuhglocke. Also es ist eine Kuh und eine Glocke. Das wäre dann zusammen Cow Bell. Und auch das stimmt. Also bisher ist das echt ganz schön einfach. Natürlich, wenn man Englisch kann. Aber bisher funktioniert das ja echt gut. Okay, das ist eine Zitrone. Lemon plus Kuchen. Cake. Oder vielleicht auch Pie. Lemon Cake? Ich versuch's mal mit Lemon Cake. Und das war richtig. Sehr, sehr gut. Es hätte auch zum Beispiel Lemon Cheesecake sein können. Das ist ja auch relativ weit verbreitet. Okay, ein Strand und ein Haus. Klingt für mich nach einem Strandhaus. Also Strand, Beach, Haus, Haus, Beach, Haus. Das ist echt noch überhaupt nicht schwer bisher, muss ich echt mal sagen. Das ist relativ, also die Wörter sind ja eigentlich nur die beiden einzelnen Wörter zusammengesetzt. Welt, Pokal, Weltmeister. Aber Weltmeister ist ja ein deutsches Wort. Oder Erdkugel. Das ist jetzt schon etwas schwieriger. Ich denke, das steht wahrscheinlich für World. Also die Erde ist World. Das wäre ja eigentlich normal übersetzt wäre das ja Earth. Aber ich glaube, es geht hier um World. World Champion vielleicht? Ein Champion ist ja jemand, der einen Pokal gewonnen hat. Nö, ist nicht richtig. Hä?
Auf einmal weiß ich doch nicht mehr weiter. Nee, ist auch nicht richtig. Ich hole mir mal ein... Ach, hä? Ach so, ich muss noch eine Minute warten, dann kriege ich einen Hinweis. Okay, aha. Was, ein Hint-Orb? Oh, hier war einfach... Hier ist so eine Kugel aufgetaucht, die hat mir jetzt einen Hinweis gegeben. Okay, der zweite Buchstabe ist ein O, das dachte ich mir ja schon. Bei World ist es ja der zweite Buchstabe ein O. Okay, World... World Winner wird es wohl auch nicht sein. Warte, da sagt jemand World Cup. Ah, es ist World Cup. So nennt man das ja, wenn die ganze Welt an das teilnimmt. Wie heißt denn das? So eine Weltmeisterschaft. Das nennt man World Cup. Okay, das ist Feuer und das ist ein Mann mit Schnurrbart. Feuer? Feuerwehrmann? Nee, ich glaube nicht, dass es Feuerwehrmann ist. Hot? Hot Man? Nee, das wäre aber auch seltsam, oder? Ich probiere es einfach mal. Was habe ich zu verlieren? Okay, es ist nicht Hot Man. Fireman? Tatsächlich, es ist einfach nur Fireman. Ich war mir nicht sicher, ob Feuerwehrmann auf Englisch Fireman heißt, aber es stimmt. Okay, da haben wir eine Uhr und eine Bombe. Eine Zeitbombe. Also eine Time Bomb. Da, da, da. Schon wieder richtig. Ich bin schon auf Level 11. Und jetzt komme ich auch zu Frage 11. Ein Klo und Zeitung, das ist beim Papa sonntags auf dem Klo. Naja, egal. Nein, das ist Toilettenpapier? Ist das Toilettenpapier? Das ist ja eigentlich eine Zeitung. Ist das das einzige Papier-Emoji, was es gibt? Toilet Paper. Yeah, es war richtig. Okay, Spinnenmann. Spider-Man. Na klar, das ist doch Spider-Man. Spider-Man. Und es stimmt. Also, das musste ich ja auch direkt richtig wissen. Ich bin immer der allergrößte Spider-Man-Fan der ganzen Welt. Okay, hier haben wir die USA und einen Football. Ich glaube, das steht für American Football. Das ist ja ein großer Unterschied zu dem Fußball, den wir hier spielen. Deswegen muss man extra sagen, dass es American, also amerikanischer Football ist. Und es stimmt. Oh yeah. Geschafft. Frage Nummer 14. Hier, das geht nach unten und das ist eine Batterie. Ich brauche noch keinen Hinweis, okay, aber die Möglichkeit ist da. Also es geht nach unten, also niedrige Batterie, niedrige Energie vielleicht. Das wäre dann Low für niedrig und Energie. Low Energy? Nee, das ist es nicht. Batterie leer. Akku leer? Okay, vielleicht brauche ich jetzt doch den Hinweis. Ups, ich wollte nicht schreiben. Hör auf zu schreiben, ich will jetzt hier wieder laufen. Oh nein. Ich steck fest. Okay, so. Ein E da ganz hinten. Low Battery vielleicht? Ach so. Ah. Das Akku ist leer. Das wäre dann Low Battery. Ich verstehe. Okay, das ist eine rote Flagge und ein Schiff. Es sind jeweils vier Buchstaben. Also, Flagship? Okay, Flagship war richtig. Also Flag, Flagge, Ship, Schiff. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was Flagship bedeutet. Naja, es war auf jeden Fall richtig. Okay, warte, das ist Reis. Und Kuchen, schon wieder Reiskuchen? Gibt es das? Rice Cake? Tatsächlich, gibt es auch. Also gerade tippe ich einfach nur ein, was es ist. Okay, das ist auf jeden Fall klar, das sind Pommes. Und die heißen auf Englisch Fries. Und vor allem heißen sie French Fries, weil das ist die französische Flagge da. Also sie heißen nicht nur deswegen French Fries, sondern so werden die vor allem in Amerika halt genannt. Aber es ist halt auch die französische Flagge, deswegen wusste ich das jetzt direkt. Okay, Frage Nummer 19. Buch, das sind Bücher und ein Herz. Bücherliebe? Aber es wird doch wohl nicht einfach Book Love sein, oder? Book Heart? Book Heart. Nö, das war nicht richtig, aber von den Buchstaben hätte es gepasst. Book Lover? Oh ja, tatsächlich, Book Lover war richtig. Ups, jetzt habe ich schon einen Hinweis mir geholt. Okay, das sind Regenstiefel. Also Rain Boots. Und auch richtig. Ich bin richtig gut in diesem Spiel. Das ist eine Katze und ein Fisch. Also wahrscheinlich ein Katzenfisch. Oh yeah.
ein Apfelkuchen. Okay, die Fragen werden wieder einfacher, habe ich das Gefühl. Apple Pie. Tatsächlich diesmal, obwohl es das gleiche Symbol ist oder das gleiche Emoji, vorhin war das Cake, jetzt ist es tatsächlich Pie. Es gibt nämlich beides. Das ist schon wieder was, das muss man halt wissen, dass da ein Unterschied ist. Okay, das ist schon wieder Feuer. Ganz schön viel Feuer hier. Und ein, so ein Truck oder so. Ist das ein Feuerwehrwagen dann? Fire. Es sollte auf jeden Fall mit Fire anfangen. Und dann habe ich aber nochmal 5 Buchstaben. Fire hat Truck. Ja, Fire Truck war richtig. Nee, schlecht. Okay, eine Nase und ein Ring. Das sind zusammen ein Nasenring. Also ein Nose Ring. Oh yeah, schon wieder geschafft. Und hier haben wir eine Tür und ein Schloss. Eine verschlossene Tür. Aber es ist nur ein Wort, was ich brauche mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Buchstaben. 8 Buchstaben für eine... Also, ich hätte jetzt gedacht, es wäre eine closed, also geschlossene Tür, door, closed door. Aber, das wäre ja nur ein Wort. Jetzt ist es auf einmal schon wieder schwierig. Ist es ein Safe oder so? Wo sind denn jetzt diese Orbs hin? Ich hätte jetzt gerne einen Orb mit einem Buchstaben. So eine Kugel hier. Okay, hier rüber? Nee. Das geht auch nicht. Okay. Warte, Schloss wäre Lock. Also Door Lock? Oh ja, yeah, cool. Ich hab's geschafft. Okay. Jemand ist wütend auf eine Taube. Scheint so. Oder es ist das Spiel Angry Bird. Oh ja. Das war richtig. Okay. Ein Keks. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Monster. Das klingt für mich nach dem Cookie Monster, was zu Deutsch das Krümelmonster ist. Aber das ist wahrscheinlich richtig. Cookie Monster. Ja, richtig. Ich bin Krümelmonster, klingt aber irgendwie noch besser. Okay, das ist einfach nur ein roter Fleck und eine Kuh. Wahrscheinlich eine Bulle. Ein Bulle. Ah, Moment mal, es gibt doch dieses eine Getränk. Red Bull. Das darf ich aber nicht trinken. Ich glaube, das möchte ich auch gar nicht trinken. Das riecht auch voll komisch. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was es gibt. Okay, dann haben wir einen Daumen nach oben. Und wir haben ein vierblättriges Kleeblatt. Das steht ja für Glück. Daumen nach oben und Glück. Warte mal. Viel Glück, also auf Englisch. Good luck. Juhu, geschafft. Okay, eine Kuh und Augen. Kuhaugen. Gibt es das? Cow-Eyes? Nee, war nicht richtig. Das wäre ja auch wieder zu einfach gewesen. Okay. Ach, warte mal. Wie nennt man das doch bei einer Zielscheibe in der Mitte? Das ist doch Bullseye. Oh yeah, richtig. Also ein Bulle und keine Kuh. Okay, das ist wieder einfach. Das ist Hannah. Kann ich Hannah reinschreiben? Nein, es ist natürlich nicht einfach Hannah. Es ist ein Bücherwurm. Aber auch das habe ich ganz vergessen. Muss ich ja auf Englisch schreiben. Okay, Bookworm. So, nächste Runde. Ein Eismann? Vielleicht ein Eismann wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher ein Schneemann. Oder? Und das wäre auf Englisch Snowman. Oh yeah, richtig. Dann ein Schlüssel und ein Loch. Das ist ein Schlüsselloch und das ergibt Keyhole. Geschafft. Dann haben wir dieses Emoji. Das steht für Schlafen. Und das ist ein laufender Mann. Schlaflaufen oder auch Schlafwandeln. Und das wäre dann Sleepwalk. Und richtig, weiter geht's. Okay, das ist Wasser. Und das ist ein Skifahrer. Ich bin neulich auch Ski gefahren. Habt ihr das schon gesehen? Ich war ja im Urlaub mit meiner Familie. Und da bin ich auch Ski gefahren. Schaut auf jeden Fall mal rein in das Urlaubschaos. Okay, das ist auf jeden Fall Wasserski. Also, ist das dann einfach Waterski? Ja, es ist richtig, cool. Okay. Ein Herz für Musik oder auch eine Liebe für Musik. Ist es dann Music Lover? Aber es wäre dann doch eher die andere Richtung, oder? Nee, ist auch nicht richtig. Okay, Herzensmusik vielleicht. Heart Music? Noch viel zu viele Wörter. Okay, das ist es nicht. Ich brauche 3, 6, 8 Buchstaben. Und ich habe schon ein O, weil ich gerade in so eine Google-Reihe gelaufen bin. Also, was könnte es denn sein?
Herzmusik, ich liebe Musik. Puh, gar nicht so einfach. In 1,5 Minuten kriege ich auch schon wieder einen neuen Hinweis. Vielleicht warte ich so lange einfach noch. Okay, ich habe einen Hinweis bekommen und es ist ein S. Vielleicht... Ah, Moment. S-O, das steht wahrscheinlich für Song. Das wird dann, glaube ich, ein Liebeslied, also ein Love-Song. Ah, ich muss es auch richtig schreiben. Moment. Ist es jetzt richtig? Love-Song? Was? Immer noch nicht? Sicher? Love-Song. Ja, doch, war wohl richtig. Okay, weiter geht's. Okay, Frage Nummer 37. Ich glaube, also wenn es nicht zu schwer wird, dann versuche ich noch bis Level 50 weiterzukommen. Okay, Schnee. Nee, Schnee? Fußabdrücke? Hä? Schneefuß? Ja, ich versuch's mal auf Englisch einfach. Snowfoot? Nee, das ist nicht richtig. Ach Mist, schon wieder sowas Schwieriges. Also Snow wird wahrscheinlich schon richtig sein, aber ach, jetzt kann ich schon wieder nicht schreiben. So, weiter geht's. Beziehungsweise ich gehe zurück und hole mir jetzt hier so eine Kugel. Und habe jetzt ein O bekommen. Ja, dass es Snow ist, dachte ich mir doch schon. Okay, Snow Feet vielleicht, weil es die Mehrzahl ist. Ah ja, das war richtig. Okay, das Wort kenne ich gar nicht. Aber es stimmt auf jeden Fall. Was ist denn Snowfeet? Also das kenne ich auf Deutsch auch nicht. Schneefüße. Was auch immer. Das ist ein Baum und Feuer. Ein Brennbaum? Wahrscheinlich nicht. Ein brennender Baum. Was könnte ein brennender Baum sein? Es sind zwei Wörter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben. Das erste und 4 das zweite. Burning? Nee. Das müsste ja wahrscheinlich eher mit Baum anfangen. Also Baum auf Englisch ist Tree. Das sind aber nur 4 Buchstaben. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht das hintere. Ich versuche mal trotzdem Burning Tree. Also was habe ich schon zu verlieren? Nee, ist aber auch nicht richtig. Puh, ganz schön knifflig. Oh Leute, da ist gerade so ein, hier so eine Kugel aufgetaucht. Okay, ich weiß es jetzt immer noch nicht. Also, das ist ein E. Ich bräuchte vielleicht noch einen weiteren Hinweis, aber den kriege ich ja auch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Da hinten kommt ein R hin. Hä? Okay, das letzte ist auf jeden Fall Fire. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn da ein R... Da nehme ich es, weil F-I-R-E ist Fire. Okay, aber was könnte das davor sein? Tree Fire ist es ja nicht. Was ist es mit Fire? Oh Mann, ich komme hier einfach nicht weiter gerade. Ich dachte gerade an Osterfeuer, Easter Fire, aber das passt auch nicht. Okay, da ist jemand Neues, vielleicht weiß sie es. Also die hier die ganze... Oh nein, die ist einfach durchgegangen. Also die ganze Zeit mit mir hier steht, die hat auch keine Ahnung, wie es weitergeht. Och Menno. Ah, Moment mal. Ich finde, da sollten mehrere Bäume hin, aber es könnte ja auch vielleicht... Also wenn das so richtig ist... Dann wäre es Forest Fire, also ein Waldbrand. Oh, das war richtig. Dann sage ich dir neben mir auf jeden Fall auch einmal Bescheid. So, ich sag's dir, es ist ein Forest Fire. Ich hoffe, sie sieht es. Okay, sie sagt, oh, dann wird sie es jetzt wohl auch verstanden haben. Cool, dann können wir ja jetzt mal weiter hier. Okay, den Hint-Orb nehme ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das brauche. Also ein Schloss und ein, Schloss und ein PC? Was ist das denn schon wieder? Warum ist das auf einmal so viel schwerer? Der Anfang war so viel einfacher. Locked MacBook, sagt sie. Also ein verschlossener MacBook. Nee, wahrscheinlich nicht. Och, Mensch. Brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buchstaben! Ganz schön viel. Puh. Also Leute, ich glaube, ich komme hier echt so langsam nicht mehr weiter. Ich komme hier echt an meine Grenzen. Ich bin auch nicht alleine, also die anderen stecken hier ja auch fest. Das ist irgendwie mit einem Mal super duper schwer geworden. Ich glaube, ich lasse es mal für heute. Also das war wirklich genug Englisch-Vokabeln gelernt und ein bisschen Kunst war es ja glaube ich auch mit den Emojis, oder? Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hey Leute, was geht? Ich bin's Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von Familie Vogel hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da
findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ich sag nur eins, viel Spaß beim Hören. Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel. Und heute spiele ich ein Quizspiel. Und zwar muss man dann irgendwie schnell eine richtige Antwort geben und dann steigt das Wasser. Und wenn man nicht schnell genug antwortet oder falsch antwortet oder was auch immer, dann verliert man halt, weil man ins Wasser fällt. Und nur wer am Ende nicht im Wasser steht, der hat dann gewonnen. Und das versuchen wir jetzt mal. Also das ist auch meine erste Runde. Ich habe das jetzt gerade nur beobachtet, wie andere gespielt haben. Okay, ein beliebiges Gemüse. Dann nehme ich Brokkoli. Das fällt mir einfach als erstes ein. Dabei mag ich Brokkoli gar nicht. Cool. Da habe ich schon mal 8 Blöcke bekommen. Also für, wenn ich schnell antworte, bekomme ich anscheinend auch eine Menge Blöcke. Warum antworten die anderen denn nicht? Okay, die haben auch noch mehr Zeit, weil geht irgendwie noch 20 Sekunden. Aber keiner der anderen antwortet scheinbar irgendwie. Also ich habe jetzt super schnell geantwortet und 8 Blöcke bekommen. Und der nächste hat jetzt 7 Blöcke bekommen. Aber keine Ahnung, was er gesagt hat. Okay, also wollen die anderen jetzt nicht mitspielen oder was ist los? Ja, irgendwie blöd gelaufen für die anderen. Aber scheinbar sind sie noch nicht ganz weg. Okay, nächste Runde steigt der Wasserspiegel um 3 Blöcke. Das heißt, ich bin auf jeden Fall sicher. Worauf kannst du sitzen? Auf einem Stuhl. Ist doch klar. Oh, wir haben wahrscheinlich ungefähr zeitgleich abgestimmt. Und deswegen haben wir beide 5 Blöcke bekommen. Und jetzt wieder warten, bis die Zeit runtergeht. Ich bin froh, dass die anderen jetzt mal mitgespielt haben hier. Ich glaube, bisher habe ich irgendwie die meisten Blöcke. Kann das sein? Oh nein, jemand ist schon rausgeflogen. Jedes Mal steigt das Wasser, glaube ich, auch noch mehr. Nenne eine der 4 Jahreszeiten. Ich nehme Frühling. Das haben wir nämlich bald wieder, wenn der Winter zu Ende ist. Und dafür habe ich 6 Blöcke bekommen. Oh, eine perfekte Antwort. Was soll das denn heißen? Warum ist denn eine Antwort davon perfekt, wenn es einfach nur 4 Möglichkeiten gab? Naja, was auch immer. Nenne einen beliebten Superhelden. Da ist doch wohl klar, den allerbesten überhaupt. Spider-Man. Hä? Spider-Man ist aber richtig. Ich schreib's doch mal anders. Hä? Die haben das falsch geschrieben. Spider-Man hat nämlich den Bindestrich zwischen Spider und Man. Naja, egal. Hauptsache, ich hab's noch gecheckt, bevor die Zeit um war. Okay, nennen Sie ein beliebtes elektronisches Gerät. Eine Motorsäge. Weiß auch nicht, warum mir das jetzt als erstes einfällt. Hä? Das ist aber ein elektronisches Gerät. Dann ein Fernseher vielleicht. Das ist... Hä? Das ist aber beliebt und elektronisch. Ein Laptop? Ja, Laptop geht auf einmal. Wer hat denn das entschieden, was hier richtig ist und was nicht? Ganz schön frech. Also Fernseher ist auf jeden Fall auch ein beliebtes elektronisches Gerät, würde ich mal sagen. Das Wasser steigt aber auch jedes Mal immer mehr. Das ist ganz schön angsteinflößend. Jetzt schon 7 Blöcke als nächstes. Oh Mann, oh Mann. Nenne etwas, mit dem du isst. Na ist ja wohl klar. Eine Gabel. Womit esst ihr eure Suppe? Gabel oder Löffel? Oh Mann. Der hat ganz schön viele Blöcke bekommen. Warum? Was hat er denn eingegeben? Löffel? Aber jetzt ist es zu spät. Ich habe ja schon meine Antwort gegeben. Vielleicht sind besonders außergewöhnliche Antworten besser und man kriegt dafür mehr Blöcke. Versuche ich beim nächsten Mal. Gabel war ja jetzt sehr Standard. Wobei Laptop war ja auch Standard eigentlich. Aber Motorsäge hat er ja nicht genommen. Oh oh, ich glaube, wir sind jetzt nur noch zu dritt. Ja, scheint so. Oh oh, Adam, du musst dich ein bisschen beeilen. Nenne eins der schnellsten Tiere. Dann nehme ich den Gepard. Das ist nämlich das schnellste Landtier überhaupt. Dafür habe ich 7 Blöcke bekommen. Adam hat 3 Blöcke. Oh oh, ich glaube, das wird jetzt schlecht für ihn. Oh nein, Adam ist raus. Okay, jetzt sind wir nur noch zu zweit und ich bin nicht mal Erster. Nenne ein Musikinstrument. Eine Violine. Das ist ein Musikinstrument. Und dafür habe ich 6 Blöcke bekommen. Oh, ich brauche aber ein bisschen mehr, weil das Wasser steigt jetzt schneller, als ich Blöcke bekomme. Vielleicht hätte mir was noch Außergewöhnlicheres einfallen sollen. Ein Schlagzeug zum Beispiel. Also ist nicht außergewöhnlich, aber ist auf jeden Fall länger. Von den Buchstaben her. Oh oh. Langsam kommt das Wasser immer höher. Nochmal 7. Ich muss mal mehr als 7 Blöcke bekommen für eine Antwort. Nenne einen beliebigen Teil des Kopfes. Augen, Haare, Nase. Im Ohr gibt es doch so komische Sachen. Zum Beispiel, da gibt es den Steigbügel. Also da kommt doch keiner drauf. Ist aber falsch. Die Stirn? Ach, das ist alles langweilig. Eine Augenbraue.
Oh yeah, damit habe ich auch 7 Blöcke bekommen. Gut, dann bin ich immerhin immer noch gleich auf mit dem Wasser. Ich glaube, die Antwort muss besonders lang sein. Das wäre eine Möglichkeit. Nenne etwas, das du auf Pizza findest. Käse, Soße, Salami. Salami, ist das Wort lang genug? Oh, die Zeit geht viel schneller um. Ich sag mal Salami. Was, das ist falsch? Okay, dann versuch's mit Käse. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Okay, ich habe 6 Blöcke bekommen. Ich weiß aber gar nicht, was die anderen sagen. Wofür hat er denn jetzt 9 Blöcke bekommen? Vielleicht für Gewürze oder so. Nenne ein populäres Spiel auf Roblox. Bloxfruit habe ich neulich gesehen. Das ist aber super beliebt. Ich schreibe es nochmal anders. Was? Doors? Okay, das war zwar sehr kurz und ich habe nur 5 Punkte bekommen, aber wenigstens ist mir was eingefallen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh oh, das Wasser kommt echt immer näher ran. Aber der andere ist jetzt ungefähr gleich auf mit mir. Der hatte wohl gar keine Antwort eben. Um 9 Blöcke? Oh oh. Das ist aber ganz schön viel. Nenne einer der 7 Farben des Regenbogens. Blau, rosa, das ist alles nicht so lang. Orange vielleicht. Oh yeah. Das war die perfekte Antwort und dafür habe ich 6 Blöcke bekommen. Die hat er wohl auch gegeben. Ich glaube, nächste Runde ist wahrscheinlich schon das Finale. Ich glaube nicht, dass wir dem Wasser jetzt noch entkommen können. Ich muss nur schaffen, dass ich mehr habe als er. Nenne eine Social Media App. Instagram. Das ist ein langes Wort. Yeah, 9 Blöcke. Cool. Dann schaffe ich es ja doch noch weiterzukommen. So, 6, 5. Okay, der hat nur 8 Blöcke. Ich war näher dran. Ich glaube, wir sind jetzt... Nee, er ist immer noch weiter als ich. Ach, Mist. Wahrscheinlich gewinnt ja Glasspiel gleich. Aber ich will gewinnen. Nenne ein Tier, das fliegen kann. Ein Albatros. Albatros. Oh, was? Wieso kriege ich dafür nur 3 Punkte? Das war voll die gute Antwort. Frech. Jetzt bin ich rausgeflogen und habe leider nicht gewonnen. Aber immerhin bin ich Zweiter geworden. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal mitspielen. Das ist richtig witzig. Das macht voll Spaß. Ich würde auch voll gerne nochmal gewinnen. Das wäre cool. Hey, guck mal, da hinten tanze ich ja. Oh yeah. In riesengroß. Okay. Diesmal sind noch mehr Leute dabei. Das wird ein Spaß. Okay, nenne etwas, das du in der Schule machst. Schlafen natürlich. Okay, das gilt nicht. Hausaufgaben? Auch nicht richtig. Lernen vielleicht? Okay. Dafür habe ich 8 Blöcke bekommen. Wow, jemand hat 17 Blöcke bekommen? Wofür? Was hat die denn gesagt? Einschleimen? Wahrscheinlich hat die sich bei dem Spielleiter hier eingeschleimt und deswegen so viele Punkte bekommen. Was kann man hier denn für eine perfekte Antwort geben? Aber cool, dass diese Runde so viel mehr Leute mitspielen. Nenne eine beliebige natürliche Haarfarbe. Ich mach mal schwarz. Das ist eine lange Antwort. War nicht die beste Antwort wahrscheinlich, aber immerhin hatte sie genug Buchstaben, um mich hoch hinaus zu katapultieren. Ich muss mich echt vor Daisy in Acht nehmen. Die hat vorhin einfach 17 Blöcke bekommen und ist jetzt ganz schön weit im Voraus. Aber noch sieht es ja gut für mich aus. Und die ersten beiden Personen fliegen raus. Nächste Frage bitte. Nennen Sie ein Essen, das mit dem Buchstaben P beginnt. Pizza? Was fällt mir sonst noch mit P ein? Paprika? Penne? Ich mach mal Paprika. Na, immerhin 6 Blöcke. Und wir sind immer noch alle weiter im Spiel. Nennen Sie einen Tag der Woche. Ich glaube, der längste Tag ist Mittwoch, also von der Anzahl der Buchstaben her. Oh yeah, das war die perfekte Antwort und damit habe ich 9 Blöcke bekommen. Aber das haben auch die anderen beiden, Softie und Daisy. Daisy ist ganz schön krass drauf hier. Ich muss sie unbedingt einholen. Ich möchte gewinnen. Immerhin bin ich gerade Zweiter. Nenne eine Social Media App. Ich versuche es nochmal mit Instagram. Das hatte ich ja eben schon. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich frage mich, ob es da eine noch bessere Antwort gibt. Müsste ja eigentlich. Weil keine davon war die perfekte Antwort. Also Instagram ist auf jeden Fall nicht die perfekte. Weiß nicht, vielleicht Facebook? Oder LinkedIn? Alles klar, das nächste. Nenne etwas, das du auf Pizza findest. Also, was ich vorhin gesagt habe, war ja nicht die beste Antwort mit Käse. Versuch's mal mit Gewürze. Nö, zählt ja nicht. Okay, was ist denn sonst noch? Tomatensoße. Tomatensoße. Yeah! Na gut, immerhin 6 Blöcke. Dabei war das voll die lange Antwort, dann war meine Theorie wohl doch nicht richtig. Ich muss nur zufällig das finden, was wer auch immer dieses Quiz macht, als beste Antwort auswählt und das dann reinschreiben. Aber das weiß ich ja nicht. Nennen Sie etwas, das die Leute tragen? Ein Mantel vielleicht? Immerhin 4 Blöcke. War wohl nicht die beste Antwort. Boah, 8 und 10? Krass. Oh Mann.
Langsam falle ich ein bisschen zurück hier. Ganz schön spannende Runde hier. Nenne eine der vier Jahreszeiten. Ich versuch's nochmal mit Frühling. Das war ja eben die richtige Antwort. Oh yeah. Dafür gab's 6 Blöcke. Aber das sagt auch einfach jeder. Charlotte muss sich ein bisschen anstrengen. Die ist die ganze Zeit nur so ganz knapp unterm Wasser. Beziehungsweise überm Wasser, meine ich. Nenne eine Art Wetter. Sturm? Tornado? Ist Tornado ein Wetter? Nee, ein Unwetter vielleicht. Auch nicht. Oh Mann, was ist denn ein Wetter, was... sonnig? Regen? Graupel? Lässt da auch nicht zu. Na, dann versuche ich es halt mit Regen. Natürlich, das sind nur 4 Blöcke, aber alles andere, was ich gesagt habe, zählt ja nicht. Was ist denn mit Daisy los? Warum ist sie denn so hoch hier? Krass. Die hat das bestimmt schon ganz oft gespielt und weiß, was die besten Antworten sind. Weil manche Fragen wiederholen sich auch. Nenne eine rote Frucht. Kirsche. Naja, 6 Blöcke. Gar nicht so schlecht. Ich habe ja jetzt auch viel weniger Zeit. Das ist gerade voll runtergegangen. Wir haben jetzt nur noch unter 20 Sekunden. Vorhin hatten wir 40 Sekunden noch. Boah, 10 Blöcke hat die eine bekommen. Und der andere Typ auch noch? Oh nein, Charlotte ist jetzt leider raus aus dem Spiel. Sie hat aber ganz schön lange durchgehalten. Worauf kannst du sitzen? Ich versuche mal was anderes. Vorhin hatte ich Stuhl, das war jetzt nicht die beste Antwort. Vielleicht auf einem Sessel. Nee, ein Thron. Thron ist eine gute Antwort. Hä? Das ist aber richtig. Na, da muss ich wohl doch Stuhl eingeben. Warte, ich habe keine Zeit mehr. Stuhl. Oh, das war knapp. Gerade noch so hinbekommen. Ist Stuhl die einzige Antwort, die akzeptiert wird, oder was? Nenne einen beliebigen Superhelden. Beliebten natürlich. Ich mach nochmal Spider-Man, das war ja vorhin richtig gut. So, 9 Blöcke. Ist aber noch nicht die beste Antwort scheinbar. Also, Daisy ist echt ein mega Profi. Und Softie auch. Nenne eines der schnellsten Tiere. Ich nehme auf jeden Fall nochmal den Gepard. So, 7 Blöcke für mich. Oh oh, das Wasser kommt jetzt langsam echt ganz schön nah an mich ran. Oh nein, Adam ist raus. Nenne eine der 7 Farben des Regenbogens. Ich nehme nochmal Orange, das war die beste Antwort. Yes! Oh, warte mal, der sagt mir an der Seite, wie viele Blöcke mir so eine Antwort gibt. Oh, das habe ich vorher bisher noch gar nicht gesehen. Wenn ich was eingebe, dann steht da, wie gut die Antwort ist. Ach so. Hä, Moment mal, wo kommt das Wasser denn jetzt her? Ich habe doch die beste Antwort gegeben. Oh oh. Um 10 Blöcke! Das schaffe ich ja nie. Nennen Sie ein beliebtes Gemüse? Was ist denn beliebt? Spinat? Versuch's mal. Sind nur 7 Blöcke, vielleicht schaffe ich es trotzdem noch gerade so im Wasser zu bleiben. Aber ich glaube, besonders lang halte ich nicht mehr aus und vor allem kann ich nicht gegen Daisy gewinnen. Und bin ich jetzt raus oder bin ich noch da? Und ich bin raus. Okay, ich glaube, eine Runde schaffe ich aber noch. Da habe ich wohl noch Lust zu. So, weiter geht's hier. Okay, das weiß ich. Es ist immer noch orange. Das ist die beste Antwort. Das habe ich mir gemerkt. Ist Daisy wieder dabei eigentlich? Ja, Daisy ist da, Softies ist da, die gleichen Spieler wie gerade so ziemlich. Aber diesmal habe ich ja auch trainiert mit der letzten Runde. Was kann sonst noch fliegen? Eine Libelle. Gib mir 9 Blöcke. Das nehme ich, das ist ziemlich gut. So, jetzt zeige ich es euch mal. Ich habe jetzt das Spiel verstanden. Zum Glück habe ich jetzt auch noch Zeit, Sachen auszuprobieren. Okay, ich nehme Oktober. Ich glaube, das waren die besten. Ja, naja, egal. Nächste Frage bitte. Worauf kannst du sitzen? Ja, das frage ich mich auch. Ein Hocker? Na, dann bleibe ich einfach dabei. Irgendwie kriege ich es nicht hin, da eine bessere Antwort zu geben. Nenne etwas, was du im Schlaf machst. Sabbern. Gib 5. Punkte für mich. Aber jetzt ist da die andere. Boah, die hat schon 6 Mal gewonnen, steht da. Die ist ja richtig gut. Nenne eines der schnellsten Tiere. Also, Gepard nehme ich jedes Mal. Das gibt mir 7 Blöcke. Was gibt es denn sonst noch? Was ist noch ein schnelles Tier? Vielleicht ein Delfin?
Ja, was soll's, ich bleib bei Gepard. Die 7 Punkte habe ich auf jeden Fall sicher. Nenne etwas, das du auf Pizza findest. Oh yeah! Und das gibt mir 10 Punkte. So, da habe ich dich schon fast eingeholt, du neben mir. Nenne eine Art Wetter. Ja, Sturm. Jetzt sind wir tatsächlich, glaube ich, fast gleich auf. Aber dafür ist auch Daisy jetzt richtig gut nachgezogen. Och Mensch. Und bisher ist noch überhaupt keiner rausgeflogen. Boah, wir sind die krasseste Gruppe hier. Nenne eine der beliebtesten Autofarben der Welt. Ach, jetzt bin ich ja besser als du. Ah, jetzt hat sie mich doch wieder überholt. So ein Mist. Und Daisy geht auch richtig ab hier. Und Adam ist jetzt raus. Okay, tschüss. Nennen Sie etwas, das die Leute tragen. Ein Hut. Hose ist doch voll die einfache Antwort eigentlich. Für Mantel habe ich viel weniger Punkte bekommen. Das wird aber echt knappes Rennen hier am Ende. Noch mehr Leute sind inzwischen rausgeflogen. Nenne einen Planeten, der Teil unseres Sonnensystems ist. Yeah, das war die perfekte Antwort. Und die haben auch Daisy und andere eingegeben. Nenne eine rote Frucht. So schnell kann ich doch gar nicht denken, was eine besondere rote Frucht ist. Krass. Jetzt bin ich wieder etwas hinterher. Och, Menno. Sagt die gar nichts mehr? Ah, doch. Gerade so hat sie es noch geschafft. Nennen Sie ein Land, das mit dem Buchstaben A beginnt. Wow. Boah, die ist rausgeflogen. Dann werde ich ja Zweiter. Außer ich bin jetzt noch besser als Daisy. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Was Besseres schaffe ich jetzt nicht. Oh Mist, aber cool, ich bin immerhin Zweiter geworden. Daisy ist auch einfach echt unschlagbar, das muss man mal sagen. Wow. Okay Leute, das hat auf jeden Fall voll Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß. Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Juju Vogel. Und ich spiele heute Finde den Button. Also ich kenne ja schon Drücke nicht den Knopf. Jetzt muss ich einen Knopf finden. Also diesmal ist das wohl eine gute Sache, auf jeden Fall den Knopf zu finden. Aber ja, irgendwo muss der hier sein. Und dann komme ich, glaube ich, in den nächsten Raum weiter. Oh, ich habe ihn schon gefunden. Er ist hier unter dem Baum. Ich dachte erst, das wäre ein Pilz, weil hier sind ja überall diese Fliegenpilze. Aber das hier ist definitiv ein Knopf. Und jetzt habe ich es geschafft und bin im nächsten Raum angekommen. Also ist ein bisschen eigentlich auch wie ein Escape Room, glaube ich. Da muss man wahrscheinlich Rätsel lösen und dann den Knopf finden. Oder einfach nur gucken, bis man den Knopf findet. Und er ist hier an der Sandburg. Geschafft. Und jetzt habe ich ein cooles Campingabenteuer mit meinen Freunden oder so. So, schauen wir doch mal. Vielleicht ist er irgendwo hier in einem Zelt drin. Sieht doch nicht so aus. Oder vielleicht hier im Baumstumpf. Da, ich wusste es doch, im Baum stimmt, ich habe es geschafft. Und jetzt habe ich die anderen beiden, die mit mir zusammen angefangen haben, auch schon überholt. Okay, wo könnte er sein? Man wird natürlich denken, erstmal im Brunnen gucken. Ich weiß nicht, kann ich da reinspringen auch? Nee, dann schaue ich erstmal woanders weiter. Vielleicht nochmal hier unter den Bäumen irgendwo. Ah, Moment mal, warte doch. Da unter der Tanne, ich sehe ihn. Ganz knapp komme ich ran. So, geschafft. Und jetzt bin ich in einer Schneelandschaft und hier kann ich anscheinend auch in das Iglu reingehen. Und da ist auch schon der Knopf. Na, das war ja einfach. Hier ist gerade ein bisschen Winterthema. Oh, ich kann hier in diese... also das sind der Zuckerstangen. Was sind das? Zuckerstangenbonbons oder so? Kann ich irgendwie auch durchgehen? Aber ist der Knopf da irgendwo drin? Komme ich da wohl an? Hier fliegen auch irgendwie überall Zuckerstangen in der Gegend rum. War hier ein Knopf? Nein. Ach, das verwirrt mich alles. Hier ist doch eh alles rot. Wie soll ich denn hier irgendwas finden? Oh Mann, oh Mann. Schauen wir mal hier weiter. Nee. Also man... Warte doch hier unter dieser Zuckerstange. Gefunden. Und jetzt bin ich zum Glück wieder im Frühling angekommen. Und hier ist ein Garten und eine Hundehütte. Und das war jetzt aber sehr einfach, den Knopf zu finden. Der ist doch einfach da. Oh nein, die Polizei. Ich habe nichts gemacht. Ich gucke hier einfach nur und suche einen Knopf. Vielleicht ist er hinten am Polizeiwagen oder so, oder obendrauf, oder mittendrin.
Hallo? Aha, doch, hier in deiner Wolke. Gefunden. Wow, cool, jetzt bin ich auf dem Mond. Und hier ist auch noch eine Obby. Dann ist das jetzt hier wohl ein, auf einmal so eine Space-Obby oder so. Und natürlich hier ganz oben auf dem Mondgestein ist der Knopf. Und weiter geht's. Und jetzt bin ich auch noch auf hoher See hier. Oh oh, hoffentlich gehe ich nicht unter. Kann ich da ins Wasser reinspringen? Bin ich dann unter Wasser? Oh yeah. Und da ist ein Clownfisch, sogar mehrere. Nemo sagt hallo. Ich kann ja ein bisschen schwimmen. Und da sehe ich den Schatz und den Knopf. Den muss ich jetzt nur noch erreichen, bevor ich wieder auftauche. Oh Mann, gar nicht so einfach. Und komm. Ach, geschafft. Das war ganz schön anstrengend. So, und jetzt bin ich zum Glück wieder im Trockenen. Und ich glaube, ich gönne mir erstmal ein Eis hier. Hallo, ich hätte gerne ein Eis und bitte mit Knopf drin. Das hier der Knopf? Nee, das ist der Knopf nicht. Hier ist noch ein anderer Knopf, aber das bringt auch nichts. Dann drücke ich hier nochmal drauf. Und da ist er tatsächlich angekommen. Ich habe das Rätsel gelöst und Knopf ist gedrückt. Boah, jetzt bin ich ja hier wie bei Toy Story. Ich bin genauso groß wie die Kuscheltiere. Voll cool. Boah, wie cool. Schaut euch mal diese Gummiente an. Die hat so einen Piratenhut. Doch, hier ist der Knopf. Ich wollte gerade sagen, die hat mir überhaupt nicht geholfen, den Knopf zu finden. Hat sie auch nicht, aber ist auch nicht schlimm. Ich habe ihn selbst gefunden. Oh yeah, Fußball. Och Mann, ich kann den Fußball hier gar nicht bewegen. Ich wollte jetzt eigentlich ein Tor schießen, Elfmeter und so. Naja, dann wohl nicht. Und gedrückt, geschafft. Und jetzt bin ich hier im ultimativen Roblox-Raum. Aber ich habe den Knopf auch schon da oben zum Glück entdeckt. Ich muss nur noch irgendwie hier auf diese ganzen Roblox-Figuren draufsteigen und da hinkommen. Oh Mann, wo ist der denn? Da und gedrückt. Yes, geschafft. Jetzt erstmal einkaufen. Was gibt's denn hier Leckeres? Es gibt Lay's Chips und Doritos. Die finde ich noch besser. Ketchup, Senf, ein paar Bohnen. Nicht für mich, dankeschön. Aha, hier hinterm Ketchup. Das ist immer gut, nach was Rotem zu suchen. Meistens ist es nämlich da. Und jetzt bin ich in der Wüste. Oh, ganz schön heiß hier drin. Und die Luft hier drin ist auch staubtrocken. Ich muss dringend den Knopf finden, damit ich hier weiterkomme. Warte, Moment, ich habe was gesehen. Da. Aus diesem Winkel kann man ihn erreichen. Ich habe es geschafft. Sehr cool. Ew, und hier muss ich jetzt ganz schnell raus. Hier bin ich irgendwie in einem Müllabfluss oder sowas. Ew. Da will ich nicht rein. Warte mal, war der Knopf da nicht oben drauf? Oh ja. Und weg hier. Sehr gut. Boah, voll schön hier. So eine Kristallgrotte. Hier will ich eigentlich gar nicht weg, aber auf der anderen Seite will ich doch den Knopf finden. Da ist er auch schon, wie immer, bei was Rotem. Und geschafft. Und jetzt bin ich hier wohl bei Roblox Spray Paint oder so. Ah, er ist einfach hier bei den Ziegelsteinen. Geschafft. Und hier sind ja nur rote Knöpfe. Obwohl einer davon echt ist? Oh, muss ich die jetzt alle anklicken und hoffen, dass einer echt ist? Ich glaube, es ist der hier. Ha, ich hab's sogar geschafft. Sehr gut. Honig. Und, oh, da ist auch schon der Knopf an dieser Biene. Gefunden. Sehr gut. Wie weit bin ich jetzt eigentlich schon? Oh, das war jetzt auch sehr einfach. Ich habe mich noch nicht mal richtig hier umgeguckt im Dschungel. Oder was auch immer das für so eine tropische Insel ist oder so. Aber an diesem netten Tierchen ist der Knopf. Und weiter geht's. Und jetzt bin ich auf einer Straße. Oh, ich sehe den Knopf, er ist da ganz hinten. Ich kann aber von hier nicht draufklicken. Das heißt, ich muss tatsächlich erstmal hier rüber. Da fühle ich mich ja schon wieder wie Spider-Man hier. Und drück den Knopf und weiter geht's. Und jetzt bin ich in einem Labyrinth, denke ich mal. Aha, ich habe ihn gefunden. Sehr gut.
Die Räume werden echt immer größer, aber das ist eigentlich cool. Die Herausforderung wird ein bisschen größer jedes Mal. Da ist der Knopf. Geschafft. Sehr cool. Und jetzt bin ich, glaube ich, in einem Zoo oder so vielleicht. Dann gucke ich mir nochmal die... Ach, es war doch einer der Bären. Naja, wenigstens habe ich mir bis dahin alles angeguckt. Ist der Knopf einfach hier? Bei diesem Teddy? Ach, das war jetzt viel zu einfach. Naja, egal. Was soll ich machen? Escape Mr. Beast Obby spielen? Nee, ich spiele doch gerade schon was. Ach so, das Spiel ist zu Ende. Ich habe gewonnen. Oh, okay, cool. Yay, ich habe gewonnen. Ich habe alle Knöpfe gefunden. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Knopf zu finden. Also, wäre cool, wenn das Spiel irgendwie nochmal gäbe mit noch mehr Räumen. Also, macht da gerne mehr von. Das war auf jeden Fall super. Also wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst definitiv gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß! Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel. Und ich habe hier eine neue Obby entdeckt. Und ich habe hier so einen riesigen Bleistift in der Hand, weil ich muss hier nämlich selber malen. Und man sieht das hier schon, ich kann ja einfach überall rummalen, wo ich will. Und das, was ich male, das wird tatsächlich Wirklichkeit. Und da kann ich dann so draufklettern. Und da muss ich definitiv gleich eine Obby mitmachen. Jetzt habe ich aber schon den ganzen Stift aufgebraucht. Deswegen muss ich das hier jetzt alles wieder einmal wegradieren. Und jetzt ist mein Stift wieder da. Und jetzt kann ich nämlich hier... So, da ist das erste Hindernis. Jetzt male ich hier einfach mal so einen Weg drüber. Und schwupps, geschafft. Und jetzt habe ich schon den ersten Stern bekommen. Das war Level 1. Und man sieht da oben, es gibt 93. Also hier ist auf jeden Fall eine Menge zu tun. Oh, das verschwindet ja einfach. Da muss ich aber schnell sein. Oh, da hätte ich wahrscheinlich vorher was malen müssen. Okay, das weiß ich dann jetzt auch. Ich guck mal, ich mal hier gegen Ende irgendwas. Aber da komme ich ja noch schnell genug hin. Kann draufspringen. Und schwupps, geschafft. Ich finde das auch sehr praktisch. Ich muss das, was hinter mir war, jetzt nicht wieder wegradieren. Sobald ich den nächsten Checkpoint erreiche, wird das automatisch da hinzugefügt. Verschwindet das alles, was ich hier berühre? Okay, alles, was nicht normal ist, wird weggemacht. Aber das habe ich trotzdem schnell genug geschafft. Also nur dieses Blau, wo ich jetzt drauf stehe, das verschwindet nicht. Alles klar, verstanden. Hier zeigt er mir schon eine Linie an. Da muss ich also einen Strich nach oben malen und dann habe ich es nach oben geschafft. Da wäre ich auch so drauf gekommen. Aber trotzdem, das sind ja noch die ersten Level. Da wird mir sowas erklärt. Es gibt nachher bestimmt auch noch genug schwierigere Sachen, wo ich richtig nachdenken muss. Okay. Heißt dieser Stift jetzt, dass ich mehr bekomme? Oh ja, ich habe jetzt 5 zusätzliche Zeichendinger bekommen. Ich glaube, mehr Blei stand da oder so. Oh, okay, was? Ich soll einen Kreis malen? Was passiert denn dann? Ach so. Oh, nur dadurch, dass ich das jetzt gemacht habe, ist diese Blockade hier verschwunden. Okay. Gut, da muss ich dann jetzt wirklich das machen, was mir gesagt wurde. Und geschafft. Das ist wahrscheinlich so ein Laser-Lava-Block oder sowas. Da gehe ich mal lieber so mit einer Brücke drüber. Okay, das war jetzt auch nicht so schwer. Hey, Moment mal, wie komme ich denn da oben hin? Ich möchte da bitte an den Bleistift dran. Kann ich vielleicht hier so eine Art Brücke malen? Oder beziehungsweise so einen Weg nach oben? So. Und nochmal so. Ups, Mist. Juhu, ich hab's geschafft. Na gut, das ist blöd, ist jetzt nur, dass da oben noch 30 von meinem Bleistiftzeug ist. Ich hoffe, ich schaff's auch so hier rüber. Upsi. Ich finde das richtig cool, wie alles, was ich male, so Wirklichkeit wird. Das kann ja echt die verrücktesten Sachen werden. Zum Beispiel, ich kann ja auch einfach mal so ein Gesicht malen. Guck mal.
Und das ist dann wirklich da. Voll witzig. Mal sehen, was für kreative Dinge mir da noch einfallen. Ups. Warte mal. Du bleibst da. Haha. Yippie, geschafft! Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Okay, das scheint ein sehr langer Weg zu sein. Moment mal, so komme ich dann doch jetzt auch runter. Ich versuche mal, den Weg runterzufinden. So, immer hinterher. Radieren. Aber so müsste ich dann doch jetzt schaffen, die Bleistiftmine zu bekommen. Also, das wird ja jetzt ein ganz schön langer Weg. Ich blende einfach wieder zurück, wenn ich die Bleistiftmine erreicht habe. Das müsst ihr jetzt nicht alles mit zugucken. So, Leute, ich hab's geschafft. Ich bin mit der Bleistiftmine angekommen und jetzt habe ich 70. Und jetzt kann ich ja einfach zum letzten Checkpoint zurück. Wusch, geschafft. Oh, was ist denn hier los? Ist hier jetzt Teamwork gefragt oder was? Ich laufe einfach mal drüber und guck, was hier passiert. Hui, und runter. Cool, geschafft. Oh, ein Bällebecken. Oh, ups. Oh, da sind auch Lava-Laser-Bälle drin. Da sollte man besser drauf achten. Wow! Halt, stopp! Ich laufe einfach wieder oben drüber. Oh, 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 okay. Huh, das war knapp. Wo kam der denn auf einmal her? Oh, neues Bleistiftzeug. Und hier muss ich wieder ein Rechteck malen oder so, damit die Barriere weggeht. Und tschüss. Was ist mit dieser Biene? Oh, die Biene ist böse. Oh, warum greift die mich denn an? Frech. Die muss ich wohl einsperren in einem riesigen Kreis. Aber jetzt bin ich hier ja... Ach, gut, ich habe gerade so durch den Kreis durchgeschafft. Ich bin weit genug weg, dann kann ich die wieder freilassen. Oh, 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 schnell, geh weg. Oh, nein, so ein Mist. Hier ist ein grüner Ball. Was bringt mir der grüne Ball?
Vielleicht macht er die ganzen... Oh, komm zurück, Ball. Okay. Vielleicht macht er die ganzen anderen Bälle... Ja, jetzt zu guten Bällen, wenn ich das darüber bekomme. Mist. Ah, ich muss verhindern, dass der Ball da drauf geht. So. Okay, hier müsste ich, glaube ich, jetzt sicherheitshalber einfach was draufmalen. So, dann komme ich ja auch einfach drüber. Huch. Oh. Ach so, hier wechselt einfach allgemein die Perspektive. Ja, ich gehe jetzt einfach hoch, kein Problem. Ah, das, was ich male, brennt auch. Und damit wird mir der Weg freigemacht. Cool, das ist mal ein cooler Effekt hier. Oh, und jetzt ist das hier auch noch ein Wagenrennen oder was? Ups, ich muss schneller werden. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Okay. Wow, wow, gerade so geschafft. Puh, was ein Glück. Oh Mann, Leute, das war jetzt echt schon ganz schön viel, was ich hier heute alles gemacht habe. Ich bin noch nicht durch mit dem Spiel, aber ich habe schon so viel gespielt, ich muss auch mal eine Pause machen. Ihr macht vielleicht auch mal eine Pause. Also wenn das euch trotzdem gefallen hat, wie ich hier gespielt habe, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei, denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool und ja, hört sie euch an, viel Spaß!